Sonntag steht dann das Pokalspiel beim FC Metternich auf dem Spielplan. Die TuS tritt an zum Stadtderby in der Kaul. Ein Fußball-Highlight für Koblenz und die gesamte Region. Und der FC Metternich feiert gerade sein 100-jähriges Bestehen. Und die Germanen sind hoch motiviert. Diese Jungs wollen's packen. Die Sensation im Rheinland-Pokal. Am Sonntag um 15 Uhr trifft der FC Metternich auf TuS Koblenz. Beim Training am Dienstagabend wirkten die Germanen, Spieler wie Trainer, ganz entspannt. Aber es ist ganz klar, momentan dreht sich in Metternich alles um das Stadtderby. Das ist momentan klar, Ortsgespräch Nummer 1 und überall, wo du hier rumläufst, wirst du angesprochen auf das Spiel und wenn du auf der Straße, überall, wo du angesprochen wirst, klar, die freuen sich alle, die Leute und sind halt für Sonntag auf jeden Fall gerüstet. So richtet der Metternicher David die ganze Konzentration auf das Duell mit dem TuS Goliath. Es soll ein Erlebnis werden, ganz klar, aber sie wollen sich nicht einfach so in ihr Schicksal ergeben. Wir werden schon die Herausforderung annehmen. Wir sind heiß und da wird es schon zur Sache gehen. Also die können sich schon warm anziehen. Die TuS hatte in der letzten Runde eine ähnliche Aufgabe, löste sie mit Bravour. Die Schengel gewannen 4:0 gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich, da aber im heimischen Stadion Oberwehr. Trainer Michael Demgen nimmt den drei Klassen tiefer eingeordneten Gegner durchaus ernst. Aber ich weiß auch eins, das wird kein Selbstläufer werden. Ich glaube, da gibt es genügend Beispiele aus der Vergangenheit heraus. Wenn man das nicht richtig angeht, nicht seriös angeht, kann man dann böse Erwachen erleben. Aber grundsätzlich mal, da der Rolle kann man sich nicht verschließen. Wir sind die Favoriten und ich gehe davon aus, dass wir uns auch da durchsetzen. Germania-Coach Dominik Treis hat das Spiel der TuS gegen Mülheim-Kärlich auf der Tribüne verfolgt. Der Trainer weiß, dass der Pokalknüller eine andere Vorbereitung verlangt als die Bezirksliga. Dort hat sein Team am Sonntag gegen Mülheim-Kärlich 2:1 gewonnen. Gegen die TuS ist Disziplin und Defensivarbeit gefordert. Dennoch will er die Jungs nicht bremsen. Sie sollen Vollgas geben und vielleicht Vereinsgeschichte schreiben. Auch gewisse Bilder muss man zulassen, dass Leute darüber reden, was wäre denn, wenn man so ein Spiel gewinnt. Das gehört einfach dazu. Ein paar Träumereien gehören dazu. Negative Gedanken zulassen möchte ich sowieso nicht, weil ein negativer Gedanke vorm Spiel ist immer der erste Schritt zum Scheitern. Deswegen darf man diese positiven Herangehensweisen an dieses Spiel ruhig zulassen. Das werde ich auch tun, ohne natürlich auch den fußballerischen Wert dieses Spiels zu erkennen. Und auch die fußballerische Herausforderung gegen einen solch starken Gegner letztendlich dann anzunehmen und auch auf den Platz bringen zu wollen. Aber es ist natürlich eine besondere Situation. Es ist das ewig junge Derby hier im Kreis Koblenz, das schon viele Spiele erlebt hat. Deswegen darf man die Euphorie in dieser Woche ruhig mal zulassen, weil das was Besonderes für den Verein ist. Und da werde ich meine Jungs dahingehend auch nicht bremsen. Germania gegen TuS. Wir freuen uns auf Fußball-Euphorie.